Jetzt geht's wieder weiter mit Berliner Straße. Over Pleasure 5. Ich muss nur kurz. So. So. Wir wollten am Rastpunkt oder Unterschlupf rasten, um die Geschichte weiter fortzuführen. Mal gucken, was passiert. Weil wir spielen jetzt wieder die Hauptstory wieder weiter. Hier haben wir immer noch eine Quest noch offen. Das können wir auch gleich annehmen. Verbanna, auf ein Wort? Helen, ist irgendwas? Entschuldigt, dass ich eure wohlverdiente Ruhe störe, aber das kann leider nicht warten. Was dachtet ihr über den Captain? Er sah einen kaputten Mann, sah eine Belastung. Ich sah einen einsamen Offizier, einen stolzen Mann, dessen Herz versteinert war, vielleicht durch Jahre des Kriegs. Ich sah einen gebrochenen Mann. Den Tyrannen, den ihr beschrieben habt, den sah ich nicht. Tatenlosigkeit ist auch Tyrannei. Er selbst handelt nicht, will aber keinesfalls seinen Posten räumen. Ich will nicht widersprechen, aber der Captain braucht Hilfe. Auch ich war mal Soldat, kaputt und geplagt. Dank Antheas Hilfe habe ich mich berappelt. Pennington könnte es ähnlich gehen. Überlasst Pennington mir. Ihr kümmert euch um die guten Bürger im Fort. Ihr seid Verbanner. Die Toten hämmern an die Tore, wie ihr sicher wisst. Ich möchte, dass ihr in die Minen geht und herausfindet, was die Geister so erzürnt hat. Und dass ihr tut, was der Captain verweigert. Und während wir uns mit Horden aufgebrachter Schemen herumschlagen, was gedenkt ihr zu tun? Sobald die Minen gesäubert sind, gebe ich Pennington den Laufpass. Über Sebastian. Wie stehen die Dinge mit Sebastian? Ich weiß es nicht. Ich hielt an meiner Trauer fest. Mein Leben war sinnlos. Lea, seine Abwesenheit gab mir Halt. Ich klammerte mich daran. Nutzlos, eigentlich. Mein Gemahl starb in der Finsternis. Nur mein Taschentuch spendete ihm in seinen letzten Momenten noch Trost. Doch nun ist er zurück. Im Leben schenken wir Liebe, im Tode trauern wir. So ist der Lauf der Dinge. Aber jetzt, ich muss daran glauben, dass unsere Liebe stark genug ist. Liebe ist Trauer, sondern ist ein Geist. Liebe erfordert viel Arbeit. Wir sind dazu verdammt, um die verschiedenen Versionen von uns selbst zu trauern. Und um die geliebter Menschen. Ich möchte ihn festhalten und kann nicht. Es ist ein Hohn. Es war beinahe leichter, als er fort war. Alles ist vergänglich. Sehet den Geist, den ihr liebt, dann könnt ihr es nicht leugnen, auch wenn der Gedanke furchtbar sein mag. Ja, es ist Segen und Fluch zugleich. Und doch bleiben wir hartnäckig, gegen alle Vernunft. Wir sollten das Beste aus der Zeit machen, die uns bleibt. Denkt ihr, dass Penningtons Quarantäne die Wurzel des Übels hier ist? Dass die Toten deswegen so zornig sind? Was sollte sonst der Grund sein? Er hat sie lebendig begraben. Bergarbeiter, Krankenschwestern, Soldaten, gesund oder krank, und es dann vertuscht. Ich nehme seine herzlose Feigheit nicht länger hin. Ihr geht viel vor sich, und ihr scheint über alles bestens informiert zu sein. Ich versuch's. Und ohne den Captain könnte ich sogar etwas dagegen tun. Wie hat es euch nach New Eden verschlagen? Ich kam mit Sebastian her, aus freien Stücken. Mein Vater war Soldat, da reisten wir oft. Sebastian warb 3 Jahre lang um mich. Ich schwor ihm nach der Hochzeit bis ans Ende der Welt zu folgen. Und so kam es. Wie steht es um die Moral im Fort? Das Fort hatte schon bessere Zeiten, wenn auch nicht oft. Es war schon immer ein Loch. Die Leute verdienen Besseres. Sie kämpften so hart, verloren so viel. Der Captain muss sie motivieren. Wo müssen wir hin? Es gibt einen zweiten Tunnel, der in die Minen führt. Während der Quarantäne wurde der Eingang versiegelt. Es wird nicht leicht werden, dorthin zu gelangen. Leichter ist es wahrscheinlich, die Barrikade zu zerstören. Was folgt, wer weiß. Wieder in den Untergrund. Herrlich. Falls es euch beruhigt, auch ich gehe ein erhebliches Risiko ein. Der Captain sperrt Unliebsame gerne ein und lässt sie verrotten.
Vor einigen Jahren hat er eine unschuldige Frau in New Eden Town eingekerkert. Ein Schicksal, das ich nicht teilen möchte. Pennington, der Kerkermeister. Sprecht ihr von Deborah? Was hat er getan? Ich war damals nicht zugegen. Gerüchten zufolge war sie eine Hexe. Auch der Captain war dieser Meinung und der Richter stimmte ihm zu. Wer weiß, was den Captain damals motivierte. Er ist ein Geheimniskrämer. Das war er schon immer. Wir sollten weiter. Abgemacht. Wenn ihr soweit seid, werdet ihr die Minen erforschen. Nehmt den Seilzug zum Wasserfall beim Außenposten, wo wir uns trafen. Von dort ist es nicht mehr weit bis zum Tunnel. Viel Glück und bleibt wachsam. Danke, danke, danke. Eine Familie in der Dunkelheit. Eine unschuldige Frau wurde eingesperrt. Wer macht mir nicht an? Merkwürdig. Auf mich wirkt der Captain nicht wie ein kleinlicher Tyrann. Helen hat recht. Die Wahrheit verbirgt sich irgendwo dort unten. Also, das ist das. Vermute, das ist wieder mal Deborah. Naja, es ist ein schöner Wolfspelz, das stimmt. Aber ich habe mehr als genug davon. Den Leuten in Boston mangelt es auch nicht daran. Na, warte mal. Wir machen uns das ja auch so. Wir machen zuerst die Hauptmission. Und wenn wir dann mit der Hauptmission fertig sind, dann können wir theoretisch eigentlich alle anderen Rest machen. Also. Und die Texte, die noch. Buggy One. Bereit für die nächste wilde Fahrt? Aber da oben waren wir ja schon. Abgesehen von den Umständen ist das doch recht romantisch. Sind Horden wütender Schemen etwa nicht nach deinem Geschmack? Mit dir an meiner Seite sind sie das. Aber irgendwie schon geil, das Spiel. Könnte ich verzichten. Nicht so romantisch, wie du es dir vorgestellt hattest, ne? Vielleicht sollte ich jetzt um deine Hand anhalten. Versuch's ruhig, dann schneide ich das Seil durch. Ich überlege so, was, wenn wir jetzt die Hauptquest fertig machen, was passiert mit dem Wetter? Wird das dann aufklaren? Wie kommen wir da hoch? Hier irgendwie rüberspringen? Nee. Irgendwas machen? Leider nicht. Die Aussicht ist wunderschön. Ich wache jeden Morgen neben einer schöneren auf. Wollt ihr mich um den Finger wickeln, werte Dame? Vorsicht, denn euer Plan wird mit Sicherheit aufgehen.
Haben wir das echt nicht gesehen beim letzten Mal? Zwei. Ich muss zugeben, dass mir die Ziegelbogen gefallen. Als ob du die nötig hättest. Ah, oh, die Mine. Aber ganz ehrlich, bei der letzten Mine, wo wir den Aufzug repariert haben, um da runterzukommen. Ich sehe, habt ihr hergefunden. Sebastian, was macht ihr hier? Fand ich es auch nicht so geil, das Gebiet. Auch wenn es nicht einfach sein wird, durch diese düsteren Tunnel zu navigieren, werde ich mein Bestes tun, euch den Weg zu zeigen. Ihr müsst nicht mitkommen, aber ich würde es gerne hier sehen. Oh, ihr müsst nicht mitkommen. Wollt ihr wirklich mitkommen? Ihr müsst nicht. Doch, ich muss. Für Helen. Über Penningtons Taten. Penningtons Taten sind ungeheuerlich. Euer Tod muss eine schmerzende Wunde sein. Ich bin Soldat. Ich werde für meine Dienste bezahlt. Und der Tod gehört dazu. Einer stirbt, damit viele leben können. Ich habe den Kranken und Sterbenden gedient. Als ich an der Reihe war, war ich bereit. Aber jetzt im Vor, das ist kein nobles Opfer. Einer stirbt, damit alle anderen ebenfalls sterben. Erzählt uns ein wenig mehr über Helen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich euch noch erzählen könnte. Meine Gemahlin ist eine starke Frau und eine ehrliche Haut. Jeder Tag an ihrer Seite ist ein neuer Segen. Sie ist meine Frau und meine beste Freundin. Ich hatte nie mit jemandem wie ihr gerechnet. Als sie in mein Leben trat, wusste ich, dass ich zu Hause war. Dank ihr wollte ich ein besserer Mensch werden. Ah, das Gefühl kenne ich. Sie gab mir ein Taschentuch. Ich hielt es fest, als sie starb. Es war ein Symbol unserer Liebe. Sie war und ist immer in meinen Gedanken. Und sie ist es nach wie vor. Sie ist meine Welt. Jetzt und für immer. Was werden wir dort unten finden? Den Zorn der Verlassenen. Sie haben ihm vertraut. Er hat sie hintergangen. Er hat sie zurückgelassen. Ich bezweifle, dass sich ihr Zorn besänftigen lässt. Man sieht sich, Sebastian. Natürlich. Wann immer ihr soweit seid. Dann aber dann zum Untergrund. Die Quelle der Wut. Schemsu. Jericho's Mine. Ne, Jericho's. Nicht Jericho's. Jericho. Nicht mehr weit, dann werdet ihr gefunden haben, was ihr sucht. Hoffe ich. Schade. Dabei habe ich unseren kleinen Spaziergang doch so genossen. Wie weit geht denn das hier runter? Hm.
Na, wunderbar. Ich glaube, von hier aus kommst du nach unten. So, aber erst erstmal Krater aufmachen. Okay. Okay, zwei Lagerfeuer und ein paar Fragezeichen. Aber wieder unter einem Dorf. Kann das sein? Warum ist das immer so? Ist alles in Ordnung? Bringen wir es einfach zu Ende. Besser als jede Kanone. Da, 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 da. Pennington hat die Barrikaden wie aus dem Nichts befohlen. Ups, daneben. Das muss furchtbar gewesen sein. Ein Soldat muss Opfer erbringen. War das? Ja. Irgendwas ist hier. Der Fluch von Nuin. Der Verlust des Zeitgefühls. Ich habe Angst davor, meine vorigen Seiten zu lesen und zu erkennen, dass ich monatelang nur zusammenhanglos Geschwafel auf Papier gebracht habe. Ich wollte die Zeit im Auge behalten und notiere jeden Eintrag sorgfältig in ein entsprechendes Notizbuch. Aber manchmal bin ich mir nicht mehr sicher, ob ich den vorigen Tag markiert habe, seit meinem letzten Eintrag so viel Zeit vergangen war. In den letzten Wochen fand ich mich oft am Ufer oder an der Klippe der Mühle wieder, ohne eine Erinnerung daran, wie oder wann ich dorthin gekommen bin. Und wenn ich herumfrage, welcher Tag heute ist, kann mir niemand eine gute Antwort geben. Zumindest nicht dieselbe. Es ist also der Fluch, der unser Verstand immer heimtückischer vergiftet. Dies ist wohl mein letzter Wunsch, mich an das Geschehen zu erinnern. Nur die Arbeit zählt und hilft mir, jeden Tag zu überstehen. Ich darf das Arbeiten nicht vergessen. Morgen werde ich diese Seiten wegwerfen, wie ich es vor langer Zeit versprochen habe. Ich darf nicht vergessen, auf den Hügel zu steigen, wo der Wind am stärksten ist. Hallo, CB. Ihr habt da irgendwas glänzen gesehen. Hier muss ich lang, ja? Aber wir nehmen auch wieder alles mit. Du hast recht. Trotzdem beeindruckend. Ja, sie bringen noch mehr Freunde mit. Das ist für dich.
Die Geister dieser Soldaten waren wütend. Auch die Soldaten blieben nicht verschont. Wer nicht von Krankheit oder Durst dahingerafft wurde, der ist aus schierer Verzweiflung gestorben. Mein Beileid. Tut mir leid. Mir auch. Und Pennington wird es ebenso bald leid tun. So. Ja, alle Stücke. Oh, nur Rohstoffe. Will mal was gucken. Ich will mal was gucken. Das war Sünd, was wir gekriegt haben, oder? Nee. Welchen Ring haben wir gekriegt? Oder welches Dingbums? Ah, nein. 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 Ich glaube, es war wirklich Sünd. Wann wird nein? Nein. 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 Wenn ein Gegner mit einem Röhmgewehr getroffen wird, wird das gefährlich sofort einer klar. Ich glaube, das ist geiler, ohne Scheiß. Das ist geiler. Will ich mal ausprobieren. Will ich mal ausprobieren. Wir haben ja hier unten keine Karte. Die Tunnel gehen überraschend tief runter. Zur Blütezeit war das ein beeindruckendes Bergwerk. Seht ihr den Lift? Er führt bis auf den Grund der Mine. Okay. Oh, okay, jetzt gibt es hier wieder eine verfluchte Kiste. Lore um Lore wurden nach oben befördert. Alle voll beladen mit Erzen. Waren die Soldaten hier? Was ist da drüben? Noch mehr versiegelte Tunnel. Noch mehr Tod in der Finsternis. Okay. Ist eine mächtige spektrale Präsenz. Viele von uns sind hier unten ums Leben gekommen. Was zum Teufel war das? Oh nein. Sie kommen. Aufgepasst. Zeig ihnen, dass sie sich nicht mit Verbannern anlegen sollten. Haben wir ein paar übersehen?
Typ verstehe ich noch nicht. Ich dachte, du musst sofort lachen dann. Schön, dass ihr bei uns seid, Sebastian. Erklärt ihr uns bitte, was wir da gehört haben? Das kann ich nicht. Was nun? Ich schlage vor, wir schlagen uns durch die Barrikade. Folgt mir bitte. Wenn die Hochöfen glühen, würde ich hier ungern arbeiten. Die Arbeit, die die Männer hier verrichteten, sollte New Eden reich machen. Andere Seite? Warte mal. Wir können jetzt hier rüberspringen. Der Bergarbeiter. Haben die Bergleute bei Ausbruch der Krankheit aufgehört zu arbeiten? Sie haben gearbeitet, bis sie nicht mehr konnten. Stimmen aus der Vergangenheit warten darauf, gehört zu werden. Ich habe mich bei Gray darüber beschwert, dass es in den Tunnel so heiß ist. Aber Wilson sagt, da lässt sich nichts machen. Mehr Brennstoff für den Hochofen, wenn du deinen mickrigen Lohn haben willst, antwortet er nur. Das hört sich ja schlimm an. Geht es dir gut? Ist das hier, ja? Und ist das hier? Bestimmt, dass man so wieder hochkommt. Wenn ein Gegner mit einem Gewehrkolben getroffen wird. Verstehe es nicht, Nojok. Hey, das ist richtig. Nee. Das war die Rüstung, die blau ist. Inventur des Schießpulvers bestand. Okay. Genug Schießpulver, um uns alle umzubringen. Genug, um dich umzubringen, meinst du wohl? Ja. Genug Schießpulver, um auch mich umzubringen. Zwei von drei Statuen haben wir wieder. Was ist das? Ein provisorischer Kontrollpass. Markiert die Mitte. Haben Sie mit einem ganzen Regiment gerechnet? Mehr oder weniger. Wir wussten, dass die Sterbenden nicht kampflos aufgeben würden. Wir mussten sie davon abhalten, den Rest zu infizieren. Reizend. Wer kann es einem Mann verdenken, lebend nach Hause zurückkehren zu wollen? Niemand darf die Mine verlassen, galt jede Regel. Ein Unterschlupf mit einem feuchten, kratzigen Strohbett. So wie ich es mag. Schwarzschaft. Okay, wir haben. Gewehr macht 100% mehr Schaden. Schwachpotenzial mit Gewehr versuchten 20% mehr Schaden. Nicht?
Skeletone, niemand darf sich dem Eingang nähern, wenn er nicht harsch bestraft werden möchte. Harsche Regeln, Sebastian. Habt ihr sie aufgestellt? Ich bedauere die Notwendigkeit. Nee, da müssen wir nicht lang. Wurde denn hier gemacht? Wir spielen Spiele, während wir auf den Tod warten. Drei Bette. Kontrollbericht, Warnprotokoll, 5 Kisten Munition, 2 Brot Leib, 3 Leibbrote, Kaffee, 3 Decken. Befehl von Captain Pennington. Leutnant Press, ich bin schwer enttäuscht, Soldat. Die Menschen hier draußen erwarten gute Nachrichten aus der Mine. Ich konnte den neuesten Bericht nicht öffentlich vorlesen lassen. Wir stehen vor einer gewaltigen Krise und wir alle müssen unseren Beitrag dafür leisten, dass sich dieser Pest nicht weiter ausarbeitet. Und ihr müsst diejenigen überzeugen, die sich weigern, das ist es, was einen Anführer ausmacht. Wenn ihr diesen Brief in euren Händen hält, werdet die Eingänge zur Mine bereits versiegelt sein. Niemand darf die Quarantäne durchbrechen und ihr müsst dafür sorgen, mein Junge. Erinnert euch an eure Ausbildung. Wenn das alles vorbei ist, freue ich mich darauf, euch und allen, die ihr gerettet habt, hier wieder willkommen zu heißen und euch für die Tapferkeit auszuzeichnen zu können. Ihr seid unser letzter Verteidigungslinie, Soldatenlinie Sebastian. Sei tapfer, sei stark, sei standhaft. Salu, Pennington. Warum sollte Pennington keine Rationen mehr verteilen? Er hatte entschieden, dass wir es nicht wert waren. Soll er in der Hölle dafür schmoren? Grund genug für einen Schemen, um wütend zu sein. Weiter. Die Quartiere sind dort vorne, falls ihr drauf besteht. Haben wir ein paar übersehen? Okay, hier ist die Erde runtergekommen. Dieser Bergarbeiter wurde erschossen. Gab es eine Meuterei? Ja, aber nicht erfolgreich. Warum habt ihr das bislang nicht erwähnt? Meine aufrichtige Entschuldigung.
Die Erinnerung daran muss zu schmerzhaft gewesen sein. Irgendwie kommt mir dieser Sebastian nicht gerade ganz, ganz koscher vor. Habe ich eigentlich irgendwas vergessen? Lol. Haben wir hier wirklich was vergessen? Sei vorsichtig. Eine finstere Macht steckt in diesem Ding. Jo. Und dabei. Stark kamt ihr, schwach schwindet ihr nun. Herz der Tapferkeit. Wir haben, du erlässt 5% weniger Schaden. Man braucht 150 Geisterpunkte, um 100% mehr Schaden zu verursachen. Brief eines Bergmann-Arbeiters. Mein Liebling, ich schreibe dir direkt, weil deine Mutter mir sagt, dass dich die neuesten Meldungen traurig gemacht haben. Es ist alles gut. Wir werden hier zu unseren eigenen Sicherheit eingesperrt. Und das, auf dass sich die Krankheit nicht weiter ausbreitet. Die Krankenschwester kümmert sich gut um uns. Und die Männer von der Miniz gebringt uns Essen, Wasser und andere Vorräte. Es wird schon bald vorüber sein und dann werde ich nach Hause kommen. Ich werde im Fluss angeln und mit Dudley spielen. Ich werde dir das Schießen beibringen, aber das wird unser kleines Geheimnis bleiben. Hilf deiner Mutter im Haushalt und auf dem Markt. Kümmere dich gut um deinen Bruder. Sei brav. Sag da brav deine Gebete auf und bleib stark. Wir werden uns schon bald wiedersehen. Dein dich innerliebster Vater. Okay, haben wir. Wenigstens haben die hier Ratten. Hier soll keine Ausrede sein. Aber Ratten kann man theoretisch auch essen. Okay. Aber ich würde sagen, wir beenden den Part. Ich bedanke mich, wünsche euch schon einen Tag und nicht vergessen, Support, Support, Däumchen hoch, kommt da runterlassen. Und morgen sehen wir uns, wenn wir die Mine weitergehen, weil wir hier haben hier noch ein Lagerfeuer. Ein Lagerfeuer plus
ein Fragezeichen. Ja. Das ist oben, das ist oben, das ist auch oben. Und dann machen wir die Hauptquest weiter. Hier will ich auch noch hin. Und hier geht es, glaube ich, auch noch weiter. In dem Bereich. Tja, tja. Aber morgen machen wir weiter. Also ich bedanke mich und bis morgen. Tschüss. You